Heute ist Ignaz Reyer mit an Bord. Er betreibt einen YouTube-Kanal, den Online-Unternehmer-Channel. Genau. Danke für die Einladung. Ich freue mich mega. Bisschen nervös, so ist das manchmal. Ja, schön, dass du an Bord bist. Erzähl doch mal ganz kurz dein Projekt. Um was geht es beim Online-Unternehmer-Channel? Da geht es hauptsächlich einfach darum, dass ich auf meinem YouTube-Channel den Leuten ein bisschen versuche, dabei zu helfen, ihnen beizubringen, dass man auf seriöse Art und Weise, ohne irgendwelche seltsamen Tricks anwenden zu müssen oder irgendwelche Leute betrügen zu müssen, wirklich im Internet Geld verdienen kann, indem man einfach Dinge tut, die auch sonst andere Online-Marketer auch tun. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man lernt, übers Internet Dinge zu verkaufen, die dann auch am Ende den Kunden wirklich einen Mehrwert bieten und wirklich Probleme auch lösen. Und nicht, dass man einfach irgendeinen Mist verkauft und irgendwelche Leute betrügt, sondern wirklich etwas, was bietet, das dann eine Veränderung bei den Leuten hervorruft und die dann dementsprechend auch dann lernen, wie man übers Internet Geld verdient. Okay. Und mit welchen Produkten findet das primär statt oder ist das Austausch? Gibt es da vorgegebene Produkte, mit denen du arbeitest? Was empfiehlst du den Leuten? Okay. Also seit Ende 2017 bin ich ja Self-Publisher auf Amazon. Das heißt, ich verkaufe da oder erstelle und verkaufe da E-Books, Taschenbücher, gebundene Bücher und Hörbücher, auch über Audible. Das zeige ich ein bisschen, wie es geht. Und in Zukunft werde ich auch den Fokus darauf legen, dass man versteht, dass man noch digitale, aber auch physische Produkte erstellen kann oder erstellen lassen kann, je nachdem, welchen Arbeitsansatz man haben will. Und das dann halt vertreibt übers Internet. Ich stelle mir jetzt vor, dass ein großer Faktor bei dem Thema, jetzt egal welches Produkt das dann ist, ist das Thema Reichweite, Aufmerksamkeit. Yep. Ich kann doch wahrscheinlich tolle Produkte haben, beispielsweise meinetwegen Kleidung. Es ist ja zum Beispiel relativ einfach, sich zum Beispiel Kleidung bedrucken zu lassen mit selbst erstellten Designs oder sowas. Oder eben die Bücher bei KDP. Egal was es ist, ich kann das ja nur verkaufen, wenn die Leute das auf dem Marktplatz quasi auch sehen. Also wenn ich eine gewisse Sichtbarkeit auf dem Marktplatz habe, richtig? Richtig, richtig. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also in der Schule lernen wir eigentlich, wie wir gute Arbeiter sind. Und deswegen fällt den meisten Leuten es auch relativ einfach, gute Produkte zu erstellen. Aber woran die meisten Leute dann scheitern, ob das jetzt online oder offline ist, ist einfach halt eben das Marketing, eben die Reichweite und der Verkauf an sich. Ja, wenn man irgendwie sich denkt, oh, verkaufen ist irgendwie was Schleimiges, was nicht gut ist, dann wird das nichts. Und was Reichweite angeht, da kann man halt wirklich unterscheiden zwischen bezahlten Maßnahmen, das ist dann halt sowas wie Facebook-Werbung, YouTube-Werbung. Und ich muss zugeben, ich bin da eine totale Niete in Facebook. Frag mich bitte nichts dazu. YouTube-Werbung geht gerade noch so, komme ich auf plus minus null. Und ich bin halt wirklich großer Fan, was bezahlte Werbung angeht, in puncto Influencer-Marketing. Gerade was YouTuber angeht, die Influencer sind, da bin ich großer Fan von zu sagen, okay, hör zu, wir starten eine Kooperation. Ob es jetzt darum geht, dass ich bezahle oder dir irgendwie eine Gegenleistung gebe, dass ja, dann dadurch Werbung entsteht. Vor allen Dingen ist es dann auch, oder halt auch Blogger, genau dasselbe Spiel bei Bloggern. Und das Schöne ist, man muss immer unterscheiden zwischen dem sogenannten Interruption-Marketing und Search-Marketing. Jetzt habe ich die deutschen Wörter nicht unbedingt dafür. Interruption ist einfach, du scrollst zum Beispiel durch den Facebook-Feed, vor allem ploppt da so eine Werbung auf, schon vielleicht das dritte Mal, du fühlst dich total genervt, willst eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Das gleiche bei YouTube, du guckst, willst dir unbedingt irgendein YouTube-Video angucken, auf einmal kommt da Werbung und ich glaube, heutzutage ist es sogar so, dass sogar zweimal Werbung anfängt, bevor überhaupt das YouTube-Video anfängt. Aber das ist einfach Interruption-Marketing, man wird halt, der Zuschauer oder der Leser wird gestört, bevor er überhaupt das konsumieren kann, was er will. Und beim Search-Marketing ist es so, ist halt meist bei YouTube und bei Blogs anwendbar, dass die Leute wirklich danach suchen auf Google oder auf YouTube und das dann auch finden, das Ganze konsumieren. Und wenn sie irgendwann genug kostenlosen Content konsumiert haben, dann kommt wieder das Prinzip der Reziprozität ins Spiel und Leute haben irgendwann das Gefühl, okay, wenn ich jetzt so viel schon gelernt habe
und ich musste dafür nicht zahlen, würde ich irgendwie auch was zurückgeben. Und wenn dann die Person da irgendwas im Angebot hat, wo ein Preisschild drauf ist, ja, irgendwie seien es 10 Euro, seien es 100 Euro oder was auch immer, dann denkt man sich so, okay, ich habe jetzt schon über Tage, Wochen oder Monate lang dieser Person die Blogartikel gelesen oder die YouTube-Videos angeguckt. Und das war mega geil. Was ist, wenn ich dieses Produkt kaufe? Weil wenn das Kostenlose schon gut war, wie ist erst dann das bezahlte Produkt? Das muss ja der absolute Wahnsinn sein. Ist das das, was man gemeinhin Content-Marketing nennt? Richtig, genau, Content-Marketing, genau. Würdest du sagen, dass Content-Marketing und dieses, ich sage mal, Netzwerk, was du schon beschrieben hast, dass du mit anderen YouTubern zusammenarbeitest, dass das heutzutage eigentlich der Schlüssel ist zur Reichweite und zum Vertriebserfolg? Oder ist das nur einige von vielen Möglichkeiten? Das ist definitiv eine von vielen Möglichkeiten, weil man kann wirklich sagen, es gibt nicht irgendwie, weiß nicht, Facebook ist gut oder schlecht oder YouTube ist gut oder schlecht. Oder das sind alles verschiedene Wege, um Traffic bzw. um Reichweite zu generieren. Und am Ende des Tages kommt es nur darauf an, was von all diesen Dingen gefällt einem persönlich am meisten. Und bei mir ist es halt einfach Influencer-Marketing und dass ich selbst YouTube mache. Und dass man sich wirklich zu 100% darauf fokussiert, dann auch nur das zu machen. Also wenn ich irgendwie Leute höre, die sagen, ja, du musst versuchen, überall präsent zu sein, ja, auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, dass man irgendwie überall so ein bisschen differenziert, ja, wie bei Aktien zum Beispiel, dass man differenziert. Dann der Tag hat auch nur 24 Stunden. Man ist auch nur ein Mensch. Man kann sich nicht auf alle verschiedenen Sachen gleichzeitig fokussieren und dann wächst man auch viel zu langsam. Ja. Und das war früher auch mein Problem. Ich hatte genau dasselbe. Ich dachte, ich muss irgendwie alles auf einmal machen, bis ich halt gemerkt habe, okay, jedes Mal, wenn ich Geld ausgegeben habe für Influencer-Marketing, gerade auf YouTube habe ich gemerkt, auf YouTube klappt es irgendwie besser, dann am Ende, dass ich Verkäufe generiere, als zum Beispiel bei Blogs. Und deswegen habe ich jetzt auch vor einem Monat damit angefangen, auch wieder regelmäßig auf meinen Channel irgendwas hochzuladen. Und womit erzielst du selber die meisten Einnahmen? Also mit KDP-Büchern? Oder aktuell die meisten Einnahmen mit dem Self-Publishing, ja. Weil ja, da bin ich ja jetzt seit 2017 dabei, habe da um die 30 oder 32 Bücher rausgebracht. Oder Werke rausgebracht und damit aktuell die meisten Einnahmen, ja. Ich bin ja selber auch KDP-Self-Publisher, aber ich habe gerade mal, zwei richtige und ein ganz kleines Buch rausgebracht. Wie schafft man es, 32 Bücher rauszubringen? Das ist ja unglaublich viel. Also die ersten, ich glaube 6, die habe ich komplett selber geschrieben. Ich glaube, für das erste Buch habe ich auch 6 Monate gebraucht oder 8. Mit vielen Pausen zwischendurch und immer wieder irgendwie schleifen lassen. Und nachdem ich so viele Bücher geschrieben habe, habe ich gemerkt, okay, es kommt nicht nur darauf an, es dauert sehr lange. Dann habe ich auch wirklich angefangen, wie das bei Kindle-Preneuren eigentlich der Fall ist, dass man sich an Ghostwriter wendet und die Bücher schreiben lässt. Ja? Okay. Und da habe ich auch wirklich oft gemerkt, da kommt manchmal nur Stuss bei rum. Ja? Da, wenn man es falsch macht und einfach irgendwelche Ghostwriter versucht zu finden und irgendwelche Themen versucht rauszuhauen, dann kommt da meist nur Stuss bei rum. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich will ein Buch über, keine Ahnung, irgendwas, was vielleicht lukrativ ist, weiß ich nicht. Irgendeine Diät zum Beispiel. Ich will das schreiben, weil ich mit der Nischenrecherche sehe, das würde sich wahrscheinlich verkaufen, würde mir Geld einbringen. Da macht es nicht wirklich viel Sinn zu sagen, okay, ich suche jetzt einen Ghostwriter, der das schreiben will, weil die meisten Leute unterbezahlen die Ghostwriter und dann passiert Folgendes. Die Ghostwriter denken sich, okay, ich könnte wahrscheinlich ein Buch dazu schreiben mit, keine Ahnung, 10.000 Wörtern oder 20.000, 30.000 Wörtern. Ich habe davon aber nicht wirklich Ahnung, also recherchiere ich erstmal im Internet, also der Ghostwriter recherchiert im Internet und dann kommt da meist nur Oberflächliches bei raus. Ich bin der Meinung, wirklich, wirklich gutes Buch zeichnet sich dadurch aus, dass die Dinge, die da drin stehen, auch wirklich durchlebt worden oder wirklich erfahren worden, also dass da wirklich ein Erfahrungsschatz drin ist, wie das höchstwahrscheinlich bei deinen Büchern auch der Fall ist. Die hast du ja, glaube ich, auch selber geschrieben, ja? Genau. Und
daran merkt man eigentlich wirklich gutes Buch. Wenn man dann mit Ghostwritern zusammenarbeiten will, dann sollte man darauf achten, dass die auch Ahnung davon haben, was sie da schreiben. Ja. Und nicht, dass das Ganze erstmal recherchieren müssen und man sich denkt, okay, ich hätte das jetzt auch irgendwie auf Google finden können in 10 Minuten. Ja. Das zeigt mir jetzt, dass du dich halt, du siehst dich nicht als dich selbst veröffentlichenden Autoren, sondern du siehst dich wirklich als Unternehmer. Du bist ein KDP-Unternehmer. KDP-Preneur hattest du es genannt, glaube ich, ne? Ja. Genau, okay, das ist natürlich ein ganz anderes Mindset. Ich selber zum Beispiel, ich sehe mich als Autor zuerst und dann ist halt KDP nur mein Vehikel oder mein Werkzeug, um das dann eben zu veröffentlichen. Richtig. Aber das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, okay. Aber dann macht es natürlich auch Sinn, dass dein Channel eben Online-Unternehmer-Channel heißt und eben nicht KDP-Autoren-Channel oder so. Ne? Richtig, richtig. Okay, klar, verstehe, okay. Und jetzt aus der Perspektive der Ghostwriter, die ja dann für dich, das sind ja dann quasi ja, ganz wichtige Partner für dich, warum veröffentlichen die das nicht selber? Könnten doch über Amazon KDP das auch selber machen. Korrekt. Und das hat mich früher auch gewundert. Ich dachte mir so, ich verdiene damit Geld, wieso machen die nicht das Gleiche? Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, es gibt ja genug Leute, die KDP als Business sehen. So. Und die Sache ist einfach, wenn man nicht wirklich Ahnung hat, was man macht und keine vernünftige Nischenrecherche betreibt, sondern einfach irgendwelche Bücher rausbringt, wo man sich denkt, ich glaube, die Leute würden das brauchen, im Gegensatz zu, ich glaube oder ich weiß, die Leute wollen das, dann passiert es auch einfach oft, dass da Bücher geschrieben werden, die sich später nicht verkaufen. Da gibt es dann genug Ghostwriter, die das wissen und sich denken, okay, lieber verdiene ich jetzt die, weiß nicht, 300 bis 600 oder meinetwegen auch 1000 Euro, je nachdem, wie viele Wörter man haben will. Lieber verdiene ich das jetzt einmal daran, als selber die Gefahr zu laufen, dass sich das dann später nicht verkauft. Ja, das ist im Grunde so ein bisschen wie im, ich sag mal, Finanzwesen zum Beispiel. Man möchte manchmal vielleicht lieber eine Provision einstreichen, als sich auch dann das Risiko einzukaufen und das selber in den Büchern zu haben, das Produkt. Richtig, ja. Okay, verstehe. Das heißt, der KDPreneur, der KDP Self-Publishing-Unternehmer hat die langfristige Sicht, versucht, Produkte zu generieren, Produkte zu erstellen auf dem Kindle und auch Taschenbuchmarktplatz, nehme ich mal an, die sich langfristig verkaufen, während der Ghostwriter schnelle Einnahme haben will für diese Aufgabe. Richtig, genau. Ein anderes Geschäftsmodell. Und das heißt, du betreibst eine Recherche, wo besteht Nachfrage für, was für genau. Content können die Leute in Buchform konsumieren? Genau. Und dann gibst du das in Auftrag. Kommt drauf an, also entweder ich schreibe es noch selbst, wirklich. Wenn ich Ahnung davon habe, dann schreibe ich selbst. Oder wenn ich es halt schnell haben will, dann spreche ich es ein, weil du kannst mehr Wörter pro Minute sprechen, als du schreiben kannst. Ja. Zumindest bei mir so. Und dann erstelle ich davon ein Transkript. Das geht zum Beispiel auch, ist auch eine Methode. Und wenn ich das Transkript zurückkriege und mir dann die ganze Zeit eingespart habe, das selber zu schreiben, dann kann ich das wieder im zweiten Draft, also im zweiten Entwurf, nochmal selbst überarbeiten und dann halt auch so rausbringen, geht auch. Ansonsten, wende ich mich an Ghostwriter, genau. Und sind das denn dann alles Sachbücher? Weil ich stelle mir vor, dass man mit dieser, also diese Herangehensweise erstmal Recherche zu betreiben, Nachfrage zu ermitteln und die dann zu bedienen, das klingt für mich sehr nach Sachbüchern. Da werden ja keine besonders irgendwie leidenschaftlichen Themen oder so kommen, denke ich mal. Ne? Richtig, also in den meisten Fällen sind Sachbücher. Im Prinzip geht es auch mit fiktiven Büchern, nur habe ich da keine Erfahrung mitgemacht. Ja. Zumindest keine guten Erfahrungen. Und geht es bei deinen Büchern dann auch um das Thema Unternehmertum und finanzielle Freiheit? Oder was sind die Themenfelder, die du da bearbeitest? Also die ersten Bücher, die ich rausgehauen habe, das sind inzwischen 6 in der Serie. Da geht es darum, wie ich Männern, die einfach, ich sag mal, schüchtern sind und keine Ahnung davon haben, wie man mit Frauen spricht, wie man sie anspricht und verführt und dann am Ende halt entweder eine Beziehung eingeht, oder was auch immer das Ziel der Person ist. Also Bitte? Ratgeberliteratur. Ratgeber, genau. Und dann habe ich halt noch andere Bücher, drei oder vierer Serie, halt wie man online Geld verdient, die ich auch auf meinem YouTube-Channel bewerbe, natürlich. Und
Im Prinzip, es ist so, wenn ich sehe, dass es Geld einbringt und ich kenne mich mit dem Thema aus, schreibe ich es meist selbst. Wenn ich sehe, es bringt Geld ein und ich habe keine Ahnung von dem Thema, dann lasse ich Ghostwriter, stelle ich einen Auftrag, dass ein Ghostwriter das schreibt, aber auch nur dann, wenn er wirklich Ahnung davon hat und es nicht erst recherchieren muss. Verstehe. Und warum hast du dich für diesen Weg mit KDP entschieden? Weil ich sag mal, wir können ja heutzutage Content in allen möglichen Formen veröffentlichen. Wir können Videos machen, wir können Instagram-Beiträge machen, wir haben ja Qual der Wahl für unseren, ich sage mal, Output-Kanal. Warum hast du dich für Amazon KDP entschieden? Das war irgendwann, ich glaube, Anfang 2017. Da dachte ich mir einfach, okay, einen Job zu haben ist zwar schön und gut. Ich war jahrelang Maler und Lackierer, also gelernter Maler und Lackierer. Da dachte ich mir irgendwann, ich will das jetzt nicht bis zu meiner Rente machen und da Leiter hoch, Leiter runter, auf den Knien, draußen an der Fassade und so weiter. Ich will irgendwie ein bisschen mehr. Und ich dachte mir, okay, wieso kann ich nicht etwas machen, mit dem ich viel Geld verdiene oder viel mehr Geld verdiene als ein normaler Arbeitnehmer und gleichzeitig auch etwas tue, das meiner Leidenschaft, wo ich meiner Leidenschaft mit folge. Und dann dachte ich, okay, was könnte das jetzt sein? Keine Ahnung. Und ich hatte früher auch einen Blog von 2000, ich weiß nicht, ich glaube, auf jeden Fall 5 Jahre hatte ich einen Blog über alternative Medien und habe halt gemerkt, okay, ich mag es zu schreiben, oder es ist meine Leidenschaft zu schreiben, also habe ich versucht, irgendwie beides miteinander zu verbinden, habe da mein erstes Buch dann geschrieben und als ich fertig war, dachte ich, okay, wie veröffentliche ich das Ganze jetzt? Und mein Motiv oder mein Ziel war eigentlich, okay, ich erstelle eine Website, dann kann man das irgendwie in E-Book-Version über die Website kaufen, so. Hab gemerkt, okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Bin dann zufällig eigentlich auf KDP gestoßen. Und von da hat alles irgendwie seinen Lauf genommen. Okay. Du hattest vorhin gesagt, du veröffentlichst auch Audiobücher, Hörbücher. Wie funktioniert das? Okay. Funktioniert im Prinzip über ACX, sprich ein Tochterübernehmen von, ich weiß nicht gerade, ob es ein Tochterunternehmen von Amazon ist oder von Audible. Auf jeden Fall, wenn man auf ACX sich da anmeldet, registriert, dann kann man darüber halt Sprecher finden oder man könnte es im Prinzip auch selbst einsprechen, würde auch gehen. Und darüber veröffentlichen, dann wird es auf Audible und auf iTunes veröffentlicht und landet dann halt auch eben auf der Amazon-Produktseite. Das heißt, du kannst jedes Buch, was du jetzt auf dem Amazon KDP-Marktplatz veröffentlicht hast, kannst du direkt als über ACX als Audible auch das Hörbuch veröffentlichen. Richtig. Und das mache ich meist nur mit denen, die sich auch schon als Taschenbuch oder E-Book verkaufen. Ja. Und wenn sie sich gar nicht verkaufen, dann macht es nicht wirklich viel Sinn, Hörbuch draus zu machen. Womit erzielst du denn tendenziell bei den gut laufenden Büchern mehr Einnahmen? In welcher Variante? Audio, Taschenbuch oder Kindle? Definitiv Taschenbuch. Definitiv Taschenbuch. Also ich kann es nicht mehr hören von irgendwelchen, na gut, vielleicht früher war es ein bisschen extremer als heutzutage, aber irgendwelche Kindlepreneur-Gurus, die dann erzählen, E-Books sind das Ein und Alles, schreib irgendwie 6000 Wörter E-Books und du wirst damit schnell Geld verdienen. Das ist sowas von Unsinn. Also gerade in Deutschland lesen die Leute oder konsumieren die Leute gerne das Ganze als Taschenbuch. Ja. Und ich würde sagen, 3/4 meiner Einnahmen sind vom Taschenbuch. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also bei mir ist das auch so. Meine Bücher werden auch als Taschenbuch definitiv mehr gekauft als der Kindle-Version. Audio wusste ich gar nicht, dass das möglich ist in Deutschland. Ich dachte, das geht nur in den USA mit ACX. In diesem ich sag's mal so, wenn man weiß wie, dann geht's. Okay, also es gibt Mittel und Wege, wie man aus Deutschland da auch... Richtig, es gibt Mittel und Wege, nur ist es glaube ich so, ich weiß nicht, ob dieses Jahr, Ende dieses Jahres oder spätestens nächstes Jahr, hat ACX eigentlich auch geplant, dass man das als deutscher Bürger machen kann. Und hast du mit ACX oder in der Audioform mehr Einnahmen oder mit Kindle? Taschenbuch am besten, okay, aber was ist dann das Zweitbeste? Kindle oder Audio? Ich sag mal so, an unterster Stelle ist eigentlich Hörbuch, dann kommt E-Book. Oh, nee, warte mal kurz.
eigentlich, nee, an unterster Stelle, sorry, ist gebundenes Buch, dann kommt Hörbuch, dann kommt E-Book und dann kommt Taschenbuch. Ist egal, dass man über KDP auch gebundene Bücher veröffentlichen kann. Über KDP nicht, aber dafür über ePubli. Wenn man das über ePubli macht, da kann man gebundene, also E-Books, gebundene Bücher und Taschenbücher machen. Und ich will da immer gebundene Bücher, weil das wird dann auch, sobald das über ePubli veröffentlicht ist, wird das auch auf Amazon veröffentlicht und dann kann man die ganzen Versionen miteinander verknüpfen. Wenn du auf der Verkaufsseite bist, siehst du, okay, ich kann jetzt auswählen zwischen E-Book, Taschenbuch, gebundenem Buch und Hörbuch. Und du hast ja jetzt gerade eben gesagt, du bist zu dieser Form des ja, Online-Unternehmertums hingekommen, im Grunde, weil du vorher schon gerne geschrieben hast, Ja, richtig, auf jeden Fall. 2 Jahre Erfahrung auf das Thema guckst und du hast jetzt jemanden, der jetzt sich gerne deinen Rat holen möchte und noch gar nicht in dem Bereich unterwegs ist. Also der jetzt bei null anfängt. Was würdest du dem empfehlen? Ist dieses Thema Bücher für die meisten der richtige Weg oder ist das individuell? Wie siehst du das? Man sagt ja, in jedem von uns steckt ein Buch. Nur ob dieses Buch dann auch später gewollt ist, das ist so ein bisschen die Frage. Also, ich finde, es ist individuell. Ich bin jetzt keiner von denen, die sagt, das Kindle-Business oder Self-Publisher-Tum ist für jeden. Das ist Unsinn. Das kann nicht für jeden sein. Das geht nicht. Wenn man aber Interesse daran hat, irgendwie das Gefühl hat, okay, ich will schreiben, ich will selber schreiben, perfekt. Self-Publishing ist dann der Hammer. Wenn man sich denkt, okay, ich will damit nur Geld verdienen, online und meine ersten Erfahrungen machen, ist auch perfekt. Insofern man es richtig macht, man kann es auch komplett falsch machen und dann wird der Markt einfach mit haufenweise schlechten Büchern überschwemmt. Das ist eigentlich jedes Jahr der Fall, gerade was E-Books angeht. Aber ich finde, es ist einfach, KDP ist ziemlich simpel, ziemlich einfach, weil, nein, ich will nicht einfach sagen, es ist schwer, aber es ist simpel, weil man muss zum Beispiel sich nicht unbedingt großartig um den Traffic kümmern. Der Traffic ist ja schon auf Amazon, Leute sind ja schon auf Amazon und das sind dann auch Leute, die wollen nicht irgendwas kostenlos haben in den meisten Fällen, wie wenn sie auf YouTube oder Google gehen, sondern die sind eigentlich schon zu 80, 90% bereit dazu, irgendwas zu kaufen, wenn sie konsumieren. Und wenn man es dann auch wirklich mit der Nischenrecherche, mit den Keywords und mit der Produktbeschreibung, wenn man da SEO benutzt, also Search Engine Optimization, dann kriegt man das eigentlich auch schon hin, ohne dass man extern sich extra um Traffic kümmern muss, um die Reichweite, dass man so schon was verkauft. Deshalb ist es einfach in dem Sinne. Ja, aus meiner Sicht ist es auch so, dass das halt ein Weg ist, wo jeder Mensch sich quasi wo jeder Mensch seine Interessen und sein Know-how, zumindest theoretisch, wenn er sich die Arbeit und die Mühe macht, zu Geld machen Richtig, kann. richtig, Ja, korrekt. du kannst ja im KDP-Format, im Buchformat, alle Themen behandeln. Das ist ja, und jeder Mensch hat ja irgendwas, was ihn interessiert. Ne? Richtig, ja. Was sind denn für dich noch andere Formen des Online-Unternehmertums, die damit gar nichts zu tun haben mit KDP, die für dich aber auch interessant sind? Also ich verbinde auch gerne mit KDP auch. Man kann es davon trennen, man kann es aber auch verbinden. Ich verbinde es gerne. Ist halt das Affiliate-Marketing, dass man sagt, okay, jemand anders hat ein Produkt erstellt, ich musste mich jetzt darum nicht kümmern. Und wenn ich den Traffic habe, sei das zum Beispiel dadurch, dass die Leute schon die Bücher gekauft haben und dann noch tiefer ins Thema eintauchen wollen. Dazu gibt es von wem anderen ein Produkt. Ich füge das ins Buch ein oder ins E-Book und mit dem Affiliate-Link. Und wenn dann das gekauft wird, gibt es für mich Provision. Das gleiche geht halt, wenn man einen Blog hat oder wenn man einen YouTube-Channel hat oder mit Instagram geht es, glaube ich, nicht, keine Ahnung. Das ist so ein Weg. Und dann halt das Online-Marketing an sich, wo es meist darum geht, digitale Produkte zu verkaufen. Zum Beispiel einen Online-Kurs oder irgendwas mit einem Abo-Modell zum Beispiel. Und da geht es auch wirklich immer darum, ich sehe es so oft, dass dann entweder falsche Preise gewählt werden, wenn man in die Richtung geht, oder dass Produkte erstellt werden, die einfach ja nicht so gut sind. Ja klar, Qualität ist natürlich am Ende immer ein großer Faktor, ganz klar, ne? Sichtbarkeit und Marketing alleine reicht nicht. Du musst ja auch ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, damit du langfristig Erfolg hast, das ist ja klar. Richtig. Jemand, der jetzt ganz frisch an das Thema rangeht. Wir haben jetzt, stellen wir uns mal jemanden vor,
Der hat seinen, meinetwegen, normalen Angestelltenjob, ist Arbeitnehmer und sagt, er möchte gerne nebenbei was für seine Finanzen tun. Er möchte nebenbei das Thema finanzielle Unabhängigkeit anstreben. Oder zumindest die Abhängigkeit von seinem Arbeitgeber reduzieren zumindest. Mhm. Und der hat aber sich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Wie findet der jetzt raus, was für ihn der richtige Weg ist? Ich bin ein großer Freund davon, Bücher zu lesen. Also früher war ich es nicht, würde mich jetzt nicht als Bücherwurm bezeichnen, aber ich finde, man muss erstmal haufenweise Informationen einsaugen, sei das jetzt mit Hilfe von Büchern oder dass man sich YouTube-Videos anguckt oder Blogartikel liest. Man muss seinen Wissensschatz erstmal aufbauen im Sinne von finanzieller Intelligenz und dann entscheiden, okay, was von all diesen Möglichkeiten, die da draußen im Internet existieren, was davon interessiert mich wirklich? Worin könnte ich mich sehen? Mhm. Und dass man auch ein bisschen versucht, das Ganze dann mit seiner Leidenschaft zu verbinden. Und im Internet, ja, wenn man auf irgendwelche Gurus stößt oder Leute wie mich, die das dann halt irgendwie versuchen beizubringen, gibt es immer so diesen Weg, wo gesagt wird, folg einfach deiner Leidenschaft, mach das, was dir Spaß macht und dann wird das schon irgendwie mit dem Geld verdienen im Internet. Jein, also ich bin schon ein Freund davon, dass ich sage, tu das, was dir Spaß macht, aber du musst auch halt wirklich gucken, dass da auf dem Markt ein dass die Leute das dann auch wirklich wollen. Und ich sehe es einfach viel zu oft, dass die Leute irgendwas machen, wo sie denken, okay, ich glaube oder ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, wirklich weiß ich es nicht, aber ich glaube, das wird schon irgendwer brauchen. Wenn ich mich dafür interessiere, dann interessiert sich höchstwahrscheinlich von den, ich weiß gar nicht, 7 oder 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten, wird das schon auch irgendwie jemand wissen mhm. wollen oder haben wollen. Und das klappt meist nicht, wenn man sich nicht auch um die Marktanalyse oder Recherche bestrebt, in egal welchem Online-Business. Und da ist wirklich der erste Schritt, schau dir YouTube-Videos an, Blogartikel, hol dir Bücher zu dem Thema und probier dich dann auch aus. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man einfach so viel konsumiert, in egal welcher Form auch immer, und dann aber nichts macht. Weil man sich denkt, okay, ich weiß jetzt, und da gibt es verschiedene Arten von, oder verschiedene Etappen. Es gibt so die Leute, die konsumieren haufenweise und denken sich, jetzt weiß ich, wie das geht. Mach's aber nicht. Ja, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, dass man sich denkt, ich weiß jetzt alles. Alles weiß ich, aber Resultate habe ich nicht, weil ich es nicht mache. Und da geht es einfach darum, dass man versucht, diesen Weg vom Konsumieren zum Umsetzen oder zum Produzieren, zum Produzenten, so schnell wie es geht umzusetzen. Wenn ich etwas Neues lerne, egal in welchem Bereich, versuche ich, das so schnell wie es geht umzusetzen. Desto schneller ich es umsetze, desto schneller mache ich Fehler. Und wenn ich Fehler mache, dann merke ich auch, okay, das klappt nicht. Und dann lerne ich aus den Fehlern, werde schneller besser und dann gibt es auch schneller Resultate. Okay. Das hat so ein bisschen was auch mit dem Thema Mut zu tun. Ne? Man muss den Mut zum Fehler machen haben, sonst kann man als Unternehmer, glaube ich, auch zu Hause bleiben. Ne? Ja, und das ist ja so ein bisschen das in puncto Schulsystem. Uns wird ja beigebracht, dass Fehler nicht so geil sind. Ja? Wenn ich mich früher gemeldet habe und ich habe was Falsches gesagt, da denke ich mir auch später, warum melde ich mich überhaupt? Als Beispiel in der Schule oder allgemein in der Gesellschaft. Ganz klar. Das ist, witzigerweise kommt das auch in meinen Büchern vor, dieser Aspekt oder dieses Thema. Und ich sehe das so, dass wir werden im Grunde dazu Arbeits- und Konsumdrohnen ausgebildet. Ne? Richtig. Wir möchten, also das System möchte einfach, dass wir produktive Drohnen sind, ordentlich eben für unsere Arbeitgeber, für die jeweiligen Autoritäten im System eben produzieren, produktiv sind für die. Ja. Und halt vor allen Dingen auch ganz fleißig konsumieren. Aber wir sollen halt nicht selber denken und nicht selber für uns produzieren. Ne? Richtig. Und wenn ich darf, das ist auch ein guter Punkt, dieses Konsumieren versus Produzieren. Wenn man schaut, die ganzen Leute, die irgendwie Vermögen angehäuft haben. Ja, ich nehme jetzt mal Aktien aus dem... Damit würde ich jetzt... dafür, also abgesehen von Aktien, ist es meist so, dass wenn du etwas produzierst, das zu einem bestimmten Problem eine Lösung bietet, dann bringt dir das Geld.
Und wie du sagst, die meisten von uns und ich und du auch, wir sind halt irgendwo Konsumenten, aber der Schlüssel liegt halt darin, dass man mehr produziert, als dass man konsumiert. Im Sinne von Content, um die Reichweite zu generieren, und im Sinne von Produkten, damit man dann halt auch das Geld macht. Und das ist halt das Problem, wie vorhin angesprochen, man liest irgendwie Bücher oder schaut YouTube-Videos an und konsumiert eigentlich die ganze Zeit, ist in diesem Kreislauf konsumieren. Und es geht wirklich darum, dass man so die Waagschale hat, mehr auf das Produzieren zu legen. Ja, man kann es vielleicht nicht zu 100% schaffen. Ich konsumiere auch immer noch ab und zu oder lese Bücher oder keine Ahnung, aber dass man den Fokus halt wirklich auf das Produzieren legt. Das ist so der Schlüssel eigentlich. Ja, da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut sich veranschaulichen, wenn man sich einfach mal bewusst macht, wie man seine Zeit über eine Woche gesehen zum Beispiel verbringt. Wenn du dir jetzt anguckst, du gehst jetzt meinetwegen 40 Stunden zu deinem Angestelltenjob, was machst du die ganzen anderen Stunden der Woche? Wenn man das mal aufschreibt und mal analysiert, dann wird man feststellen, die meisten Menschen, und ich früher selbst auf jeden Fall auch, da sind ganz viele Phasen, in denen man halt, ja, wie du sagst, eben nur konsumiert und überhaupt nicht produktiv ist. Und diese Phasen oder diese Abschnitte muss man eben reduzieren und ins Produzieren reinkommen. Dann bewegt man sich auch Richtung Unternehmertum, ganz klar. Richtig, richtig. Ja. Was glaubst du, was sind die, also es gibt ja sehr viele Menschen, die das Thema finanzielle Unabhängigkeit und die da gerne durchstarten würden. Was bremst die meisten Leute aus? Wo sind die großen Fallstricke? Was sind die großen Hindernisse? Also ich würde sagen, die meisten denken einfach noch so wie ich früher auch und ich bin auch noch immer noch in diesem Prozess, denken einfach noch viel zu sehr wie Arbeitnehmer. Und es ist ein komplett anderes Mindset, komplett andere Glaubenssystem, wenn man wie man Arbeitnehmer denkt im Gegensatz zu einem Unternehmer. Und ich finde, da geht es wirklich dann darum, dass man so lernt, okay, wie denken denn Unternehmer? Ja, und dass man nicht vielleicht irgendwie sich auf keine Ahnung, Netflix oder irgendwo sonst im Fernsehen Filme anguckt und schaut, wie das Ganze jetzt fällt mir das Wort nicht an, wie das Ganze dargestellt wird, ja, wie reiche Leute denken, weil da ist es dann meist, okay, die sind gierig. Oder dass man sich denkt, irgendwie durch die ganzen Medien, dass man sich denkt, okay, Geld ist schlecht, Geld ist böse, Leute, die viel Geld haben, die haben irgendwie, das sind Betrüger, ja. Oder halt, dass man ein falsches Mindset hat. Oder eins, das einem nicht dabei hilft, dann unternehmerisch aktiv zu sein. Und da geht es wirklich erstmal darum, die Gedanken im Kopf darüber, wie man über Geld nachdenkt, wie man über Unternehmertum nachdenkt, dass man das erstmal ändert. Ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt irgendwelche Bücher empfehlen von zum Beispiel T. Harv Eker. Ich glaube, es heißt So denken So denken Millionäre. Also von T. Harv Eker. Oder dass man sich Autobiografien von reichen Menschen durchliest. Oder meinetwegen auch einfach nur irgendwie ein YouTube-Video anguckt, wo das Ganze zumindest mal zusammengefasst wird. Ja, das sind ja, sagen, allgemeine Sachen mit dem Mindset. Das ist ja erstmal unabhängig davon, ob ich jetzt Online-Unternehmer bin oder zum Beispiel Immobilienunternehmer oder was auch Richtig. immer es ist. Richtig. Was ist denn aus deiner Sicht der große Vorteil für das Online-Unternehmertum? Warum sollte ich mich, wenn ich mich in die Unternehmerschiene entwickeln möchte, und wenn ich meine finanzielle Freiheit eben, wenn ich die verfolgen möchte, warum gerade online? Was ist der Vorteil vom Online-Unternehmertum? Okay. Zum einen sehe ich die Abkopplung in der Zeit. Also als Arbeitnehmer, du gehst so und so viele Stunden arbeiten und dementsprechend wirst du auch bezahlt. Wenn du mehr Zeit reinsteckst, wenn du Überstunden machst, wirst du auch wieder mehr bezahlt. Und online kann man seine Produktivität von der Zeit abkoppeln. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich überlege gerade, wie ich das erklären soll. Aber wenn du zum Beispiel ein digitales Produkt erstellst, dann kannst du das prinzipiell so oft verkaufen, wie du willst. Oder wie möglich ist, je nachdem, wie viel Reichweite man dann auch hat. Und auf die Art und Weise wird man halt einfach auch freier. Weil man begrenzt sich nicht darauf, wie viel kann man pro Tag arbeiten, wie viele Stunden kann man pro Tag reinstecken, sondern einfach nur, wie viel Reichweite kann man generieren. Ob das jetzt auf kostenlosen Wegen oder auf bezahlten Wegen ist. Und auf die Art und Weise kann man einfach, man hat viel mehr Potenzial, als wenn man seine Zeit gegen das Geld eintauscht. Ja,
Und wie siehst du den Aspekt Finanzierung? Wenn ich jetzt quasi mit real, also nicht digital, sondern real draußen physisch unternehmerisch tätig sein will, dann habe ich ja immer das Thema, ich muss auch Immobilien, Fabrikhallen, Maschinen, was immer das ist, ich muss ja physische Sachen finanzieren. Und das ist ja online ein bisschen anders. Den PC, das Smartphone, das haben wir ja alles schon. Richtig, das haben die meisten Leute zu Hause, genau. Und man braucht nicht unglaublich viel Startkapital. Ja, wenn du jetzt als Beispiel bei dir, wenn du ein Restaurant irgendwie aufmachen musst oder ein Franchise, musst du erstmal Geld, eine Menge Geld reinstecken. Online ist das nicht so. Also, ich weiß nicht, als ich anfing, was habe ich reingesteckt bei KDP? Ich kann mich nicht erinnern. Also, viel, gerade zu Anfang war es erstmal nur Zeit. Und dann später, okay, hast einen Lektor gebraucht, hast jemanden gebraucht, der das Cover macht. Aber das holt man dann alles wieder rein und man braucht wirklich sehr, manchmal gar kein Startkapital, kommt drauf an, was man macht, manchmal sehr wenig. Und das ist das Schöne daran. Das ist wirklich das Schöne daran. So gesehen kann sich jeder Arbeitnehmer oder auch jemand, der arbeitslos ist, spielt gar keine Rolle, nebenbei peu à peu da was aufbauen. Richtig, im Prinzip schon. Klar, mit der Zeit häuft sich das an. Also man zahlt irgendwie für eine Website pro Monat so und so viel, dann vielleicht für ein E-Mail-Programm, zum Beispiel GetResponse oder irgendwas anderes. Da hat man schon irgendwie monatlich laufende Kosten, aber das kommt mit der Zeit. Man kann wirklich in den meisten Fällen bei null anfangen. Das ist das Schöne daran, ja. Und wir haben jetzt wieder unsere Beispielperson, die jetzt mit dem Thema quasi bei null angefangen hat. Die Person hat jetzt eingesehen, okay, ich würde gerne finanzielle Freiheit verfolgen, ich würde gerne unternehmerisch tätig werden. Ich mache das online, weil ich habe nämlich kein Startkapital. Ich möchte ohne finanzielle, ohne großes Eigenkapital zu Beginn anfangen. So, und jetzt ist die nächste Frage eben wieder, warum soll ich jetzt nicht zum Beispiel einen YouTube-Channel aufmachen? Warum soll ich nicht zum Beispiel versuchen, Instagram-Influencer zu werden oder was auch immer? Es gibt ja tausend Möglichkeiten im Online-Bereich. Nochmal zurück auf KDP. Was sind für dich die großen Vorteile im Vergleich zu den vielen anderen Möglichkeiten? Wir haben schon gesagt, du kannst Ghostwriter engagieren, die können Content für dich quasi produzieren, du vermarktest ihn dann auch. Wenn jetzt jemand komplett bei null anfängt, wie machst du das? Du coachst dir ja auch, richtig? Also über die Videos gebe ich Tipps, ja, also jetzt direkt Coachings gebe ich nicht, nein. Okay. KDP deshalb, weil ein Online-Business vom Gesamtbild her, das hat ja mehrere Stufen und Etagen oder Elemente, sage ich mal, mehrere Elemente. So. Bei KDP lernt man all das, ohne dass man wirklich, wie zum Beispiel beim Traffic, dass man den vorher aufbauen muss. Ja, also wirklich von A bis Z kann man fast schon ohne Startkapital und eigentlich ziemlich risikofrei das Ganze einmal starten, sich ein bisschen ausprobieren. Funktioniert das wirklich? Wie würde das für mich funktionieren? Wie viel Arbeit muss da wirklich reinstecken? Und dann kann man das später dann auch, weil das braucht ja Zeit, das Ganze zu lernen und umzusetzen. Ja, all diese ganzen Aspekte und Elemente. Und dann kann man das später auch in anderen Bereichen wiederum anwenden. Ja, wenn ich jetzt sofort anfange, zum Beispiel hätte ich vor, weiß nicht, 2017 angefangen mit dem YouTube-Channel. Ich hätte keine Ahnung gehabt von E-Mail-Marketing. Ich hätte keine Ahnung davon gehabt, dass ich Produkte verkaufen muss. Ich hätte keine Ahnung davon gehabt, dass ich diese Produkte erstellen muss. Sei das jetzt über KDP oder irgendwelche digitalen Produkte. Und das Lustige ist, jetzt bleiben wir mal kurz bei YouTube. Die meisten Leute denken sich so, okay, oder schauen sich irgendwelche großen YouTuber an und denken sich, okay, der hat jetzt irgendwie 10.000, 20.000 Abonnenten, der verdient bestimmt eine Menge Kohle. Kommt drauf an, was er mit diesen Abonnenten macht. Und die Gefahr ist ja einfach bei den meisten Anfängern, man fängt mit etwas an, Blog oder YouTube, und sieht die Resultate nicht so schnell. Und hört dann wieder auf. Dann macht man wieder was anderes. Nach ein paar Monaten oder Wochen hört man wieder auf, macht wieder was anderes. Und ich weiß noch, ich habe 5 Jahre mein Blog betrieben über alternative Medien. Hab da einfach Free Content gehabt. Ich habe da nichts verkauft oder ähnliches.
und in dieser Zeit, ich glaube, 40 Euro gemacht durch Spenden oder so. Und von ich weiß nicht, Ende 2017, wo ich mein erstes E-Book veröffentlicht habe, innerhalb von einem Monat die ersten 150 Euro gemacht. Hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber für mich zu dem Zeitpunkt war das viel, weil alles, was ich davor kannte, was man irgendwie online verdienen konnte, noch vor keine Ahnung wie vielen Jahren, das waren Centbeträge. Ja, okay. Jetzt, wir haben jetzt jemanden, der hat sich das jetzt hier angehört und sagt, okay, cool, ich wollte mit dem Thema mich schon immer beschäftigen, KDP, habe ich verstanden, ist eine gute Möglichkeit. Du hast gerade eben schon davon gesprochen, was man alles so lernen muss im Laufe der Zeit. Was sind denn die größten Learnings, sag ich mal, die wichtigsten Lessons learned, wenn man eben mit KDP Geld verdienen will? Worauf kommst du an? Wie fasse ich mich kurz? Es geht darum, um zu verstehen, dass man, also um Marktanalyse, Marktrecherche, Keyword-Recherche, es geht darum, bringe etwas heraus, was die Leute auch wollen, nicht etwas, wo du denkst, die Leute brauchen es, weil sonst verdienst du damit kein Geld. Es geht darum, dass man lernt, wie man qualitative Bücher entweder selber schreibt oder schreiben lässt. Jedem selbst überlassen, wie man es machen will. Es geht darum, die Verkaufsseite zu optimieren, das heißt Cover, Titel, Beschreibung, die Keywords im Backend. Sprich, man muss auch SEO ein bisschen drauf haben und das auch wieder lernen. Und alleine das ist ja schon ein Feld für sich. Ja. Wie sieht es mit dem Preis aus? Ist es der richtige Preis? Muss es niedriger sein? Muss es höher sein? Wie sieht es mit dem Marketing aus? Wie kriege ich auch außerhalb von Amazon nochmal Leute auf Amazon auf die Verkaufsseite drauf, um damit nochmal extra Geld zu oder extra Verkäufe zu erzielen? Wie sieht es aus mit Folgebüchern? Ja, ich bin da ein Fan von zu sagen, wenn man ein Buch erstellt, dass man irgendwie, oder in einer Nische erstellt, dass man auch eine Buchreihe erstellt, eine Serie erstellt, weil wenn jemand dich nicht kennt und man würde da irgendwie, weiß nicht, 15 Euro beispielsweise, 15 Euro für ein Buch verlangen, denkt sich die Person so, ist es das wirklich wert? Und da gibt es vielleicht auch viel zu wenig Rezensionen, vielleicht auch schlechte Rezensionen, keine Ahnung. Produktbeschreibung ist nicht gut und die Person denkt sich, oh, ich weiß nicht, ist das wirklich, ich kenne die Person nicht, wie soll ich ihr vertrauen? Vielleicht ist es kein gutes Produkt. Dann macht es wieder Sinn, mit einem günstigeren E-Book oder Buch anzufangen und in der Serie dann halt teurer zu werden. Und dann kauft der Leser halt den ersten Teil, liest das Ganze und wenn er sich denkt, das war geil, das gefällt mir, dann werden Folgebücher gekauft. Wenn sich die Person denkt, ja, nee, das war es irgendwie nicht wert, dann gibt es halt keine Folge-Upsells. Und man muss echt eine Menge lernen, aber ich finde persönlich, der Weg ist es, der Weg ist es voll wert. Also, wo sind denn die finanziellen, was kann man finanziell erreichen? Wie viel kann jemand, der das nebenbei macht, mit KDP verdienen? Wie viele Einnahmen kann er generieren und wie viel könnte jemand generieren, der das Vollzeit macht, der sagt, ich fokussiere mich jetzt komplett darauf? Okay. Also ich sage immer so, gerade wenn man anfängt, pro veröffentlichten Werk ist so das Minimum, was man pro Monat verdient, pro Eintitel, sind so 50 bis 100 Euro. Das ist wirklich, also Minimum. Wenn man nicht mal das verdient, dann hat man definitiv die falsche Nische oder hat irgendwas falsch gemacht. Im Durchschnitt ist es so, pro Buch, ich sag mal, wenn es gut ist, 100 bis 300 Euro. Und wenn es richtig gut läuft, dann sind es halt auch über 300 Euro, weit über 300 Euro. Also das Lustige ist auch, Pareto-Prinzip sagt ja wahrscheinlich auch was, 80-20. Bei meinen 30, 32 Büchern, die ich habe, kann man das Pareto-Prinzip hier gut anwenden. Man kann es wirklich vom Dashboard ablesen, wenn man sich so ein bisschen da reinfuchst. 20% der Bücher sorgen für 80% der Einnahmen. 80% der Bücher für 20% der Einnahmen. Und dann geht es auch wieder darum, wenn man einfach mehr Bücher hat, macht man auch mehr Geld, muss aber auch darauf achten, nicht einfach nur auf Quantität, sondern wenn man mehr Bücher hat, dann müssen auch wirklich alle qualitativ sein. Und ich mag es einfach nicht, wenn man Neuanfängern im KDP-Bereich sagt, hau einfach so viele Bücher raus, wie es geht, irgendwelche davon werden schon gut sein. Also nicht komplett auf die Quantität setzen, das ist nicht so der gute Tipp.
Du musst ja auch, sag ich mal, eine gewisse Marke quasi aufbauen. Wenn du nur unfertigen Rotz veröffentlichst, dann kriegst du ja, kauft das ja irgendwann gar keiner mehr. Ne? Dann hast du ja ein ganz schlechtes Image irgendwann. Veröffentlichst du denn alles unter deinem echten Namen oder wie machst du das? Die meisten Bücher unter meinem echten Namen, andere Bücher unter Pseudonym. Das hat einfach den Grund. Die würden dann wieder nicht zu meinem jetzigen Image passen. Also die Bücher, die ich veröffentlicht, genau, das würde halt einfach nicht passen. So. Ich weiß zwar, dass das würde Geld einbringen und ich weiß, es würde ein gutes Buch sein, wenn ich es rausbringe, aber es würde halt nicht passen. Das wäre irgendwie total verwirrend. Ja, aber Deswegen nutze ich auch Pseudonym. das ist vielleicht nochmal wichtig auch für die Zuschauer zu wissen, die damit liebäugeln oder es mal ausprobieren wollen. Es zwingt dich keiner unter deinem echten Namen was zu veröffentlichen. Ne? Du kannst auch komplett unter Pseudonym arbeiten. Das heißt, wer sich da quasi nicht angreifbar machen möchte, kann das tun, der kann Pseudonyme benutzen. Ne? Und jetzt hast du gesagt, 100, nee, 50 bis 100 Euro muss man, also wenn man das nicht hat, dann hat man wirklich technisch irgendwas falsch gemacht quasi. Ja, definitiv. Es ist aber möglich, mit einem KDP-Buch jetzt sowohl Taschenbuchversion als auch E-Book-Version zusammen weit über 300 Euro im Monat zu verdienen. Weit über, ja. Das heißt ja, wenn jemand jetzt sich wirklich reinfuchst und mit Themen gut auskennt und leidenschaftlich darüber schreibt und wirklich Leuten auch Mehrwert bieten kann, ist es ja möglich, mit einer, ich sag mal, mit einer Handvoll Bücher ein monatliches Einkommen zu generieren, was erstmal wirklich attraktiv aussieht, wo man sagen kann, ich habe jetzt keine Ahnung, über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Jahren, was weiß ich, 8 Bücher geschrieben, die verkaufen sich alle gut, mache mit allen 8 Büchern, mache ich jetzt meinetwegen 300 Euro. Also habe ich eben 2.400 Euro Einnahmen im Monat, davon kann ich eigentlich erstmal leben, ich bin eigentlich finanziell frei. Aber was ist dann mit dem Finanzamt? Und was ist mit irgendwelchen, wie läuft das? Ich wollte gerade sagen, 2.400 Euro und gleich finanziell frei. Das wäre schön. Ich glaube, wenn man in Panama lebt, wahrscheinlich. Man muss ja natürlich sich auch ums Finanzamt kümmern. Also, wenn man das Ganze als Self-Publisher machen will, bitte natürlich einmal mit dem Steuerberater sprechen und zum Finanzamt gehen. Da natürlich sich, gerade wenn man anfängt, als Kleinunternehmer erstmal eintragen. Und dann. Zum Beispiel als freiberuflicher Autor könnte man, die Bezeichnung könnte man wählen. Ja, aber bitte vom Finanzamt da beraten lassen, die sind auch verpflichtet, dass sie da Auskunft geben. Und 2.400 Euro, also locker, ich würde sagen, das ist ja Umsatz. Das ist ja nicht netto. Das sind so, ich habe die Zahlen noch nicht perfekt drauf, deswegen könnte es sein, dass ich es falsch sage, aber ich würde jetzt bei 2.400 Euro rechnen mit so 20, 25% Steuern. Kommt das so ungefähr. Wird also auch nochmal abgezogen. Plus natürlich, wenn man Ausgaben hat für vielleicht, also höchstwahrscheinlich für einen Lektor, für einen Designer, fürs Cover. Bitte nicht die Cover selber machen. Bitte nicht die Cover selber machen. Außer man hat es wirklich drauf. Photoshop-Skills und so. Und aber die Sache ist, man wächst da rein. Ich wusste das früher auch nicht. Ich hatte null Ahnung davon. Man wächst da ja mit der Zeit rein. Steuererklärung kann man ja immer bis, ich glaube. Welche bis Juli machen? Ich weiß nicht, bis zu welchem Datum. Du selber machst oder ob du einen Steuerberater hast. Das kommt drauf an. Ja. Und man wächst halt einfach rein. Man muss sich nicht, das ist so ein bisschen das Ding, man muss sich nicht komplett um alles vorinformieren, um dann zu sagen, ich fühle mich jetzt bereit, um damit durchzustarten. Bitte nicht. Einfach mal anfangen. Also, weiß nicht, wie wenn du Marathon läufst, Schritt für Schritt, du fängst erstmal an und du musst nicht. Was sage ich immer gerne, du musst nicht perfekt sein, um anzufangen, du musst anfangen, um irgendwann perfekt zu werden. Und selbst dann kannst du nicht perfekt werden, weil ich bin einfach der Meinung, ich will jetzt nicht zu religiös werden oder so, aber wir als Menschen, egal was wir machen, es ist meist eh nie perfekt. Also kannst du nicht perfekt werden, muss es auch nicht. Ja. Und einfach anfangen. Man lernt mit der Zeit dazu und man darf einfach keine Angst haben, da irgendwie Fehler zu machen oder dieses Gefühl zu haben, ich fühle mich noch nicht bereit dazu, was zu machen, erst wenn ich genug Informationen gesammelt habe. Du lernst was, du wendest es an, du lernst was, desto schneller, desto besser. Da hast du vorhin auch schon mal angerissen, das Thema. Das ist dann auch dieses Risiko, dass du in Paralyse durch Analyse kommst Richtig, richtig, und genau. dann halt gar nicht mehr ins Handeln kommst, sondern nur noch, ja, nur noch konsumierst eben wieder, ne? Ja, der Mut zum Fehler machen, ne? Der ist eben ganz wichtig, wenn man unternehmerisch tätig sein will. Egal, ob es der, ja, der Online-Unternehmer ist oder der realwirtschaftliche Unternehmer.
Aber du bist jetzt mittlerweile in der Realwirtschaft draußen gar nicht mehr unterwegs. Du bist jetzt nur noch in deinem Online-Unternehmen unterwegs oder hast du noch andere Einnahmequellen selbst? Nee, also jetzt die letzten, weiß nicht, 4, 5 Monate oder so, habe ich nur online das Geld verdient. Und dann musste natürlich passieren, was passieren musste. Corona. Und auch bei mir sind dann dadurch die Umsätze um, ich würde sagen, 30-40% in die Brüche gegangen. Hat ein bisschen wehgetan. Deswegen habe ich jetzt die letzten, ich glaube, 2 Monate so ein bisschen auch vom Angesparten gelebt. Und ich werde mir definitiv nochmal irgendwie einen Nebenjob suchen müssen, also für 6 Stunden Basis oder so. Vollzeit muss es nicht sein. Ja, warum hat sich Corona bei dir so bemerkbar gemacht? Weil Amazon hat natürlich gesagt, okay, jetzt in der Krise werden wir nur Sachen bevorzugen, die dann irgendwie wichtig sind, lebenswichtig. Und was Bücher angeht, nicht so wichtig, heißt, Lieferzeit war nicht auf einmal 1, 2 Tage, sondern eine Woche oder 2. Also ich kenne auch Leute, Self-Publisher, die haben 2 Wochen Lieferzeit. Und bei einem Buch ist das schon extrem. Und dann kaufen halt das auch weniger Leute. Ne? Deswegen. Jetzt gerade steigt es wieder ein bisschen, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es wird noch mal 1 oder 2 Monate brauchen, bis ich wieder auf meinen auf meinen gewohnten Einnahmen bin. So. Ja. Und betreibst du auch einen Direktvertrieb, dass du Bücher dir bei Amazon als Autorenexemplar eben liefern lässt und dann direkt verkaufst oder über irgendwelche Partner das machst? Nur über Amazon. Ja, also wenn ich Autorenexemplare bestelle, dann meist ein Exemplar geht in mein Regal. Ja. Und die anderen gehen halt, man hat ja auch eine Abgabepflicht. Ja, was die meisten wahrscheinlich auch nicht wissen, man muss ja seine Bücher auch eine gewisse Anzahl an Exemplaren in die Landesbibliothek einmal schicken, dass die da auch einmal registriert wird. Und in die Nationalbibliothek, genau. Aber ansonsten eigentlich nur ist der Vertrieb über Amazon, genau. Und was würdest du jetzt den, also um jetzt nochmal vielleicht dem Zuschauer, der sich dafür interessiert, so ein Rundumbild zu geben. Du hast ja schon skizziert, man muss wirklich viele verschiedene Skills lernen und die dann zusammenführen, um dann letztlich wirklich mal ein marktfertiges Produkt veröffentlichen zu können und auch Einnahmen zu erzielen. Wie viel Zeit frisst quasi ein Buch, damit man mal so grob rechnen kann? Sagen wir mal, man kann eben 300 Euro mit einem Buch pro Monat erzielen, wenn es wirklich gut ist. Wenn man alles richtig gemacht hat, wie viel Zeit hast du dann da bis dahin investiert? Kommt drauf an, wenn man selber schreibt, je nachdem, wie schnell man ist, dauert das schon ein paar Monate. Also ich habe gesehen, dein Buch hat 224 Seiten, das vom Barbar zum Fürst, glaube ich. Das hat ja auch gedauert, nicht wahr? Wenn man es schreiben lässt, rechnen. Also ich gebe immer gerne 2 Monate Frist, bis das dann auch fertig ist. Bei den Ghostwritern. Bei den Ghostwritern, genau. Und da kommt es halt darauf an, wie viele Wörter man in Auftrag gibt. Ja. Und damit das jetzt nicht zu komplex wird, also 6.000 Wörter reichen nicht. Vielleicht vor 4 Jahren hat das gereicht. Heutzutage nicht mehr. Also wenn man schon ein Buch schreibt, dann muss das doch bitte also absolutes Minimum 100 Seiten haben. Ja. Desto mehr, desto besser. Und dann ist es auch irgendwie erst ein Buch und auch etwas, wo man einen vernünftigen Preis draufsetzen kann. Ne, weil es wie ist ja auch Ghostwriter überhaupt. Bitte? Also ich habe ja mit Ghostwritern selber noch nie gearbeitet. Bei mir ist ja alles, ich habe ja alles selber geschrieben, deswegen, wie findest du denn einen Ghostwriter? Für jemanden, der jetzt so unternehmerisch daran gehen möchte. Ja. Meist über Freelancer-Plattformen, sowas wie Upwork, Textjobbörse. Fiverr würde im Prinzip auch gehen, würde ich aber für Ghostwriter nicht empfehlen. Und mit der Zeit, wenn man sich mit anderen Self-Publishern austauscht, dann kann man da natürlich auch Connections knüpfen und darüber halt auch Leute finden. Also man wächst da auch rein. Aber im Prinzip erstmal, wenn man anfängt, Upwork und zum Beispiel Texter-Jobbörse. Okay, das heißt, jetzt, wenn man sich jetzt von dieser Autorenperspektive eben löst, sondern da rein unternehmerisch rangeht, dann ist es am Ende so, du bist einfach jemand, der Fäden miteinander verknüpft, der quasi Inhalte zusammenführt. Du beauftragst den Ghostwriter für den textlichen Content, du beauftragst einen Cover-Designer für das Cover, du führst das alles zusammen,
Du hast wahrscheinlich auch noch, beauftragst noch ein Lektorat, was das alles nochmal überprüft. Richtig, also vor dem Lektorat überprüfe ich es nochmal, gucke, ob das so auch stimmt, gehe dann nochmal alles durch, dann kommt der Lektor, genau. Und dann bist du am Ende der, der eben alle Fäden zusammenzieht und das bei Amazon dann eben hochlädt bei KDP und veröffentlicht. Dann entsprechend auch die Einnahmen kassiert, dafür aber eben den Ghostwriter und den Lektor und so weiter, den Cover-Designer eben bezahlen muss. Richtig, genau. Klassischer Unternehmer, ne, der eben ja nicht selber die ganze Zeit an der Maschine steht und produziert, sondern eben organisiert und koordiniert. Richtig, genau. Ja. Du hast aber im Vorfeld die Recherche, die hast du selber gemacht. Du hast jetzt ein bisschen überlegt, was will ich überhaupt produzieren? Genau, genau. Du hast erstmal eine Marktanalyse gemacht. Richtig. Ne? Ja, also kann man eigentlich sagen, dass in diesem KDP-Business klassische, wenn man da unternehmerisch eben rangeht, klassische ja, Regeln oder Bedingungen des Unternehmertums des freien Markts eben gelten. Ne? Richtig. Und jetzt jemand wie ich jetzt, der da jetzt quasi als eher aus der Autorenperspektive drauf guckt, da ist es natürlich, ja, es ist ein bisschen anders, aber man kann ja, gerade wenn jetzt jemand hier eben sich das anschaut, unser Gespräch, und sagt, ich möchte einfach an meiner finanziellen Unabhängigkeit arbeiten, aber ich habe keinen Bock, Autor zu werden, ich bin kein großer Schreiber, dann ist das ja trotzdem eine schöne Möglichkeit, die trotzdem attraktiv ist, auch wenn man da keine Lust drauf hat, selber schreiben. Richtig. Ja. Nur was ich natürlich nochmal ansprechen will, auch mit deinem Mindset, wo du sagst, du bist halt nur, du siehst dich da als Autor, als Self-Publisher. Im Kern bist du ja auch unternehmerisch aktiv, weil du musst dich ja auch darum kümmern, dass musst dich ja auch ums Marketing kümmern. Du musst dich ja auch um diese ganzen Aspekte kümmern. Du brauchst ja auch einen Lektor. Oder irgendwer hat das ja für dich lektoriert und das färbt schon ab. Also man kann da auch ruhig ein bisschen auf die unternehmerische Seite gucken, was kann man davon abzwacken, auch für Self-Publisher natürlich. Ja, es ist ein fließender Übergang. Es ist nicht trennscharf. Ne? Man kann nicht sagen, man ist nur Autor oder nur Unternehmer. Ne? Genau, genau. Man muss halt dann individuelle Schwerpunkte setzen. Ne? Aber ich denke mal, in jedem Fall, egal wo der individuelle Schwerpunkt liegt, ist eben das Schöne, dass man das ohne Startkapital machen kann und wenn man möchte, eben auch nebenbei. Neben einem normalen Hauptjob. Ne? Das ist das Schöne. So habe ich ja auch angefangen. Nebenbei, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause gekommen bin früher, da ein paar Stunden reingebuttert, jeden Tag. Und manchmal halt auch ist ein Samstag dafür draufgegangen. Ja. Und das ist einfach das Schöne daran. Es nimmt so ein bisschen das Risiko. Ja, nicht zu 100%, Risiko wird nicht zu 100% genommen. Es könnte auch sein, dass man Monate daran schreibt, das dann veröffentlicht und dann nichts bei rumkommt. Ja, dann die Zeit einfach flöten gegangen wäre. Aber selbst dann ist es nicht so, weil dann merkt man, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann daraus lernen und dann auch wieder besser werden. Also genau, den Lerneffekt hat man in jedem Fall und das einzige Risiko, was wirklich besteht, ist eben halt die Zeit zu verbrennen, ohne eben finanziell was zurückzubekommen. Ja. Aber den Lerneffekt hast du ja auf jeden Fall. Und ich persönlich denke auch, dass wenn man selbst schreibt, dann passiert ja auch immer ganz viel bei dir selber. Du beschäftigst dich mit dem Thema und lernst ja dadurch selber immer auch ganz viel und realisierst dadurch immer. So gesehen ist Schreiben ja auch ein mächtiges Werkzeug der Selbstentwicklung, gar nicht jetzt nur finanziell gesehen. Ne? Ja, ist richtig. Das ist mir auch zum Beispiel bei meinem ersten Buch aufgefallen, wo ich wirklich 8 Monate für gebraucht habe. Vieles, was ich da geschrieben habe, wusste ich zwar, aber wenn man sich das halt selber aufschreibt und dann nochmal durchliest immer und immer wieder, dann ist das wieder eine andere Sicht der Betrachtung und andere Sicht der Verständnis irgendwie. Und auch dadurch, dass ich zu Anfang die Bücher selber geschrieben habe, habe ich mich halt auch wieder persönlich auch wieder weiterentwickelt und habe auch davon profitiert, jetzt abgesehen von den Einnahmen. Das ist halt auch wirklich gut, ja. Sorgt auch für innere Klarheit oftmals, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Magst du zum Abschluss nochmal kurz den Zuschauern einen Überblick geben, wo man dich finden kann im Internet, wo man sich Tipps von dir holen kann?